downhill. Ich wieder hol mir mal einen anderen Event ran, in einer anderen Umgebung. Das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher ist. Wo ist es? Ja, das wollte ich nicht. Na, nehmen wir mal das. Ich hatte eigentlich ein anderes, muss ich mein Profil gleich nochmal updaten. Das hier führt uns jetzt durch Hongkong. Eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Und es gibt halt auch verschiedene Challenges. Also es geht nicht immer darum, als erster im Ziel zu sein, sondern manchmal muss man eben auch andere Dinge machen. Was machst du da? Du willst was? Ja, bla bla, komm. So, die Zeit läuft ab. Und in diesem Fall müssen wir einen Slalom fahren. Auch das ist ja eine Disziplin. Ist jetzt kein Slalom, wo wir Tore im klassischen Sinne erwischen müssen, sondern ups, eben... Ja, jetzt wollte ich das gerade noch kriegen, habe dadurch wertvolle Zeit verloren. Sondern eben diese blauen Tore. Und wenn ich das nicht tue, dann läuft mir die Zeit tatsächlich ganz schnell ab. Also hier auch weniger auf Tricks achten, sondern eben darauf, dass man wirklich jedes Tor erwischt. Denn für jedes verpasste Tor gibt es dann Punktabzug. Da habe ich es verpasst. Schade. Kann auch nicht mehr umkehren, das holen. So, ich glaube, jetzt bin ich an einem vorbeigesprungen. Ist natürlich ärgerlich. So, Zeit habe ich noch massig, aber bin auch schon im Ziel. So, jetzt gucke ich mal, wie viel habe ich verpasst. Ah, du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Immerhin einen neuen Rekord. Ja, ein Tor habe ich verpasst, habe ich doch richtig gesehen, bin ich dran vorbeigesprungen. Und dann zählt natürlich die Zeit, mit der man ins Ziel gekommen ist, denn je weniger Zeit ich gebraucht habe, umso mehr Punkte kriege ich natürlich. Ja, wir werden gleich noch eine Runde zusammenspielen, der Frankie und ich, und dann auch mal schauen, wer von uns da die meisten Skills hat. Da ist jetzt der echte Longboarder gegen mich, der, ich habe keine Ahnung von Longboarden, aber ich habe schon mal so ein Spiel gespielt. Bin sehr gespannt, was dabei rumkommt und das alles gleich nach der Werbung. So, das ist meine Wiimote, das ist deine Wiimote und wir werden jetzt mal ganz kurz dieses Slalom-Event wiederholen und mal gucken, wie das im Splitscreen aussieht. Dein Bildschirm ist rechts, wenn ich es richtig sehe. Und dann geht's auch schon los. Also ist schon deutlich weniger übersichtlich, wenn man dann nur noch die Hälfte des Bildschirms zur Verfügung hat. Aber ich muss auch zugeben, der ist verhältnismäßig klein, den wir hier im Studio haben, den Monitor. Ja. Findest du, dass das in irgendeiner Art und Weise das mit, was mit der Realität zu tun hat, oder ist es dann doch eher wieder was ganz anderes? Also man muss natürlich sagen, es ist wirklich ein Game. Weil, ja. Ich bin gerade von der Piste gefallen. Weil ich glaube nicht, dass ich so in irgendeiner Art und Weise irgendwo die chinesische Mauer runterheizen könnte. Aber das geht ja auch nicht darum, das geht ja darum, dass ich wirklich Spaß habe. Meine Zeit ist abgelaufen. Meine Zeit ist abgelaufen, du hast die Tore verpasst. Ja komm, dann machen wir direkt ein anderes Event. Machen wir ein Downhill, genau. Zur nächsten, zum nächsten Zufallsereignis. Mhm. Können wir mal machen. Mal gucken, was er uns dann gibt. Oh, ist wieder so ein Slalom. Ah nee, ich habe keinen Bock auf Slalom. Lass uns was anderes machen. Unbedingt. Slalom ist ja doof. Muss man eben stoppen. Stopp. So. Session beenden. Ja, möchte ich auf jeden Fall. Also man, wie gesagt, man hat verschiedene Spielmodi. Man hat eben nicht nur den Slalom, sondern zum Beispiel eben auch das Rennen. Trick kann man machen. Finde ich jetzt aber gerade bei Longboarden echt uninteressant. Nehmen wir mal wirklich das Rennen. Ja. Such dir eine Stadt aus. Ja, San Francisco ist cool. Oder das haben wir schon gesehen gerade, dann geh nach Edinburgh. Edinburgh. Genau. Edinburgh hat den Nachteil, dass da sau viele Zuschauer unterwegs sind. Mackenzie. Sehr geil. Sagt ihr was? Ja, was ist unbedingt. So eine Strecke? Eine sehr schnelle Hammerstrecke. Okay. Alles klar. So, dann sind wir dabei. Den spiele ich. Spiel wieder den Bart. Wer auch immer das ist. Also man hat wirklich darauf geachtet bei diesem Spiel, dass die Spieler auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, die Figuren, die man benutzt. Allerdings finde ich jetzt nicht so ausschlaggebend für so ein Spiel. So, erreiche als erster das Ziel. Das ist eine relativ einfache Aufgabe. Man kann eben auch ganz fies seinen Konkurrenten schlagen, indem man auf dem Steuerkreuz irgendeine Taste drückt. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so nett, wenn ich das jetzt machen würde, aber wenn man zum Beispiel gegen Computergegner
ankämpft, dann ist es durchaus ein nützliches Tool. Und man kann eben diesen Power Slide machen, da ist er nochmal, was im Erfolgsfalle eben nochmal einen Tempo-Boost gibt. Es ist schon eine wackelige Geschichte, ne? Also man muss die Remote zum Beispiel gar nicht so wahnsinnig bewegen, sondern es reichen wirklich Nuancen, um da einen stabilen Stand zu behalten. Boah, Spaß und Rast gegen die Wand. Und man kann eben immer wieder Grinds machen, in diesem Fall. So, ich glaube, ich bin auch gleich schon am Ziel. Oder doch noch nicht? Nee, dauert noch. Wow. Oh, ist ins Wasser geflogen. Sehr geil. Das passiert, glaube ich, im wahren Leben auch nicht so häufig, oder? Ah, eigentlich nicht. Nee. Schade manchmal. Manchmal kann man es wirklich gebrauchen. So eine Abkühlung? Ja, weil es einfach natürlich unter der Lederkombi beim Downhill sehr heiß wird. Yeah! Wow. Monster. Ja. Ja, was heißt Lederkombi? Dann so wie Motorradfahrer sowas? Oder unbedingt, was? Unbedingt. Weil nur durch die überleben wir. Ja, man kann halt, wie gesagt, einige Tricks machen. Auch mal so einen Flip oder... ein Grab oder oh, oder gegen ein Taxi fahren, so wie ich gerade. aber wenn man das mal vergleicht, so zum Beispiel mit Project 8, was ja jetzt auch aktuell auf dem Markt ist, wo man wirklich schon darauf geachtet hat, dass man anfängt, Flips realistisch umzusetzen, dass man beispielsweise die Füße einzeln lenkt, damit man eben einen Kickflip ordentlich hinkriegt. Das ist hier wieder reines Button-Smashing und an der Remote schütteln und rütteln, versuchen das irgendwie hinzukriegen. So, du bist schon wieder der nächsten Disqualifikation ausgesetzt gleich. Ah! Was gewonnen. Aber es ist Geschwindigkeits... es ist geschwindigkeitsreich, das Spiel, ne? Also es erinnert tatsächlich eher an ein Race-Game. Weniger denn an ein klassisches Sportspiel. Ja. Aber ich finde, wenn man sich da so ein bisschen einfindet, also man, es ist gewinnungsbedürftig, finde ich, aber dann macht es auch richtig Spaß. Nehmen wir mal nächstes Event. Slalom, Rennzufall. Klau den Kopf. Was auch immer das ist. Komm, wir gucken mal, was Claudia im Kopf ist. Es ist mir jetzt noch nicht untergekommen in der Kampagne. Nehmen wir nochmal Hongkong, weil ich Hongkong so mag. Bin ja gespannt, was Claudia im Kopf ist. Sehr gespannt. So, da stehen wir beiden. Schnappt ihr durch Angriffe den Kopf, versuche ihn so lange wie möglich zu behalten. Der Spieler, der ihn am längsten Zeit hatte, gewinnt. Okay, okay, wo auch immer der Kopf jetzt ist, wir werden ihn sofort finden. Was für ein Kopf? Was sollte das? Du hast... warte mal. Das du hast irgendwas Mann. Auf. Kein Sprich. Oh, mein Kopf und dein Kopf. Ja, jetzt hab ich... So, jetzt hab ich dich gekickt, aber hab's dir nur kurz abgenommen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal an dich rankommen. Ah, ich bin in Führung. Was soll das denn? So, jetzt hast du mir wieder abgenommen. Das heißt, der quasi... die Führung ist es. Der die Führung hat, ja, der genau. Kriegt das Ding. Ja, gut. Jetzt haust du mir ab. Okay. Du hast es. Komm schon. Yeah. Monster Jumps. Oh. So, ich hab's. Kein Sprint. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Kein Sprint. Gefährt das Ding. Ups. Kurve nicht gesehen. Na, ohne Kopf kann ich so, nicht sehen. So, jetzt hab ich's. Ich hab's. Ich werde dich überholen. Ja, sieht gut aus für mich. Wo bist du denn? Das ist ja mal eine interessante Variante. Wow. Mit Rückwärtshaltung, hast du gesehen? Ja. Na, warte, ich hol dich. Ja. Und langsam habe ich den schon ganz schön lange in den Kopf. So, mal eben über ein Auto rüber gegrindet. Auch das kann man machen. Ihr seht übrigens links die Leiste. Das ist sozusagen die Trickleiste und wenn die voll auf...